Über 5000 Besucher waren am Sonntag an der Rotenhanner Straße zu Gast. Sie informierten sich beim Tag der offenen Tür in der Werkstatt für behinderte Menschen über die Arbeit dort. Dabei bewunderten sie nicht nur die hergestellten Produkte aus Holz, Metall sowie Kerzen und selbstgedruckten Weihnachtskarten, sondern kauften auch fleißig ein. Zur Stärkung gab es Grünkohl, Kaffee, Tee und Kuchen. Groß war der Andrang auch bei der Kajon-Vorführung. Vor allem Steven Wolf zeigte, was er an dem hocker-ähnlichen Schlaginstrument alles kann. Viel Applaus erhielt zudem der Rotenhanner Küstenchor.